Hallo und herzlich willkommen zu Neues aus den Social Media 12. Heute mit der Facebook F8 Entwicklerkonferenz, neuen Funktionen für Facebook Gruppen, Instagram Stories und Payment, Snapchat-Zahlen und einem Lesetipp zu Influencer-Marketing. Fangen wir an. Die Facebook F8 Entwicklerkonferenz ist schon ein paar Tage her und die Kollegen von AllFacebook haben alle Neuerungen und Ankündigungen nochmal übersichtlich zusammengefasst. Eine klare Leseempfehlung, wenn ihr euch einen Gesamteindruck verschaffen wollt davon, was auf der F8 angekündigt wurde. Wenn wir kurz bei Facebook bleiben, nicht auf der F8 angekündigt, aber auch eine Neuerung, die ganz spannend ist und zu der ihr auch einen Kommentar haben wolltet, sind die neuen Funktionen für Gruppen. Unter anderem eben die Gruppenankündigungen, die ihr hier seht. Zur Erklärung. Bisher konnte ich als Admin oben einen Beitrag anpinnen, den dann hoffentlich alle Gruppenmitglieder gelesen haben. Die Ankündigungen sind ein neuer Bereich in der Gruppe, die ich ebenfalls oben einblende, die aber dann zusammenfassen. Bedeutet, ich kann bis zu 10 Ankündigungen gleichzeitig drin haben, aber dem Nutzer wird nur der Ankündigungsbereich angezeigt. Die erste Ankündigung sieht er da oder sie, dann muss ich draufklicken und dann sehe ich alle weiteren Ankündigungen. Also ein Bereich, in dem Administratoren ihren Gruppenmitgliedern Neuigkeiten und eben Ankündigungen vermitteln können. Dazu gibt es auch die Möglichkeit, die Gruppenregeln jetzt ganz sichtbar einzublenden, in der Beschreibung schon. Das sollte so manche Ausrede mit, ich habe die Regeln nicht gelesen, vielleicht dann doch mal, ja, entkräften und einfach zeigen, jedes Mitglied hat die Möglichkeit, die Gruppenregeln wirklich zu lesen. Dann könnt ihr auch die Gruppenfarbe ändern und zu guter Letzt gibt es mehr Administrationswerkzeuge für die Gruppen. Alles in allem ein schönes Update, es zeigt, Facebook nimmt Gruppen ernst. Gehen wir von Facebook zu Instagram. Die Kollegen von FutureBiz berichten über eine Änderung, die auch im Rahmen der F8 zumindest angekündigt und besprochen wurde, die jetzt aber so richtig Wirkung erhält. Und zwar mehr Inhalte für die Instagram Stories. Die Instagram Stories sollen laut Cox, das ist Chris Cox, um genau zu sein, einer der Entwickler von Facebook, der hat gesagt, die Instagram Stories werden wichtiger als der Feed, wenn es ums Teilen geht und Menschen werden dort wahrscheinlich mehr teilen als im Instagram-Feed. Ich selber kann das heute schon bestätigen. Das heißt, die Stories werden tatsächlich immer wichtiger. Neue Inhalte sind ganz konkret die Anbindung an Spotify. Das heißt, ich kann aus Spotify heraus direkt jetzt Songs in die Stories teilen. Eine direkte Verbindung zu Musical.ly oder Musical.ly, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt, sodass ich auch diese Beiträge direkt in die Instagram-Story bringen kann. Und GoPro, der Action-Kamera-Hersteller, bietet direkte Schnittstellen mit seinen Editoren, dass ich GoPro-Inhalte direkt für die Story editieren und reinladen kann. Das sind natürlich nur die ersten Schritte von vielen. Sie zeigen aber, Instagram öffnet seine Stories für viele externe Dienste und will tatsächlich der Kanal werden, auf den ich alles teilen kann. Speaking about Stories, sorry fürs Englisch, die Kollegen von TechCrunch haben einen sehr schönen Meta-Artikel geschrieben, wie das sich auswirkt, wenn die Stories immer wichtiger werden, wenn immer mehr in Stories geteilt wird, welche Veränderungen auch im Kommunikationsverhalten und in der Nutzung der Netzwerke das mit sich bringt. Eine klare Leseempfehlung, Linke wie alle anderen natürlich im Artikel zur heutigen Ausgabe. Dann bleiben wir bei Instagram, wechseln aber hier den Bereich. Und zwar geht es um die Instagram-Shopping-Funktion. Bisher ist ja schon so, ich kann meine Produkte, die im Katalog sind, anbieten. Das ist auch schön gemacht. Wenn ich da aber kaufen will, dann muss ich auf den Link klicken und verlasse Instagram und werde in den Online-Shop geworfen. Das soll sich ändern, denn nun testet Instagram wohl auch Instagram Payments, sodass ich Tickets reservieren und kaufen kann, aber eben auch Dinge, die ich über die Shop-Funktion anbiete, direkt in Instagram auch bezahlen kann. Das heißt, das Ganze wird in Instagram stattfinden, wenn die Funktion für alle ausgerollt wird. Ich nenne es deshalb jetzt schon, auch wenn wir es noch nicht in Deutschland haben, weil es aus meiner Sicht eine klare Entwicklung deutlich macht. Und zwar Instagram wird immer stärker auch zum Shopping-Kanal, genauso wie Pinterest auch. Das heißt, ich habe nicht mehr nur das Zeigen der Produkte, sondern ich kann sie direkt auch erwerben. Geh mal eins weiter.
wechseln komplett aus dem Facebook-Universum weg und zwar zu Snapchat. Snapchat hat auch neue Statistiken rausgegeben. Letzte Woche hatten wir ja schon die von Instagram und Facebook. Jetzt eben auch Snapchat. Und Snapchat hat 5 Millionen aktive Nutzer in Deutschland angegeben. Was ich ganz spannend finde, sind allerdings Zahlen wie zum Beispiel, dass zum Beispiel 60% der aktiven Nutzer die Snapchat-Kamera-Funktion wirklich täglich nutzen, dass die meisten Nutzer im Schnitt 30 Minuten oder mehr in der App verbringen. Natürlich wächst Snapchat es langsamer, vor allem auch als die Börse sich erhofft hat, das schon, aber aus meiner Sicht zeigen diese Zahlen, vor allem die Verweildauer und vor allem die häufige Nutzung, dass Snapchat eine sehr solide Basis und Community hat und noch längst nicht abzuschreiben ist. Wird natürlich nicht so groß wie Instagram, das muss es aber auch gar nicht. Es hat seine Zielgruppe und seine Berechtigung. Und den Abschluss macht heute die GLS Bank, die in ihrem Blog über Influencer Marketing schreibt, die Relevanz von Influencer Marketing. Das Ganze ist Teil ihrer Medienkompetenzserie. Die ganze Serie und der Artikel sind definitiv lesen oder hörenswert, da die GLS Bank ihre Beiträge inzwischen auch vertont. Auch diesen Link im Artikel zur heutigen Folge. Und das war's mit Neues aus den Social Media 12. Ich hoffe, es war wieder was für euch dabei. Dieses kuratierte Format gefällt euch auch weiterhin. Und wenn ihr Fragen, Themen oder Anregungen habt, was nächste Woche drin sein soll, sagt mir Bescheid hier in den Kommentaren oder in Netzwerken. Ich greife es gerne auf und lasse es, wie zum Beispiel die Gruppenankündigung, einfließen. Eine schöne Woche euch. Ich freue mich über Feedback. Ciao zusammen.